Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. Wir sind beim letzten Mal zurück ins alte Lager gegangen und haben Diego die erweiterte Bedarfsliste gegeben, auf die Laris noch ein paar Sachen draufgeschrieben hat. Und wir müssen jetzt noch zum Sumpflager und den Butler dahin bringen. Und ich glaube, dann haben wir soweit alles gemacht. Das heißt, in der nächsten Folge können wir uns schon einem Lager anschließen. Oh, Moment, wir haben nicht alles gemacht. Moment, 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 Moment. Wir haben Fingers noch nicht gesagt, dass wir ein Diebestalent gelernt haben, zum Beispiel. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein Genau. gutes Wort für mich einlegen. Ja, du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Sehr gut. Und wir hatten jetzt 16 Lernpunkte. Ich würde ganz gerne. Oder? Nein, nee, wir lernen es noch nicht. Wir lernen noch keinen besser knacken. Und wir haben auch noch die Arena-Quest, fällt mir gerade ein. Oh, das wird schwierig. Okay. Irgo. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Was hast du mit der Waffe vor? Gegen dich kämpfen. Du lernst schnell. So, dann wollen wir mal. Okay. Möge der Bessere gewinnen. Oh, zu. Danke. Meine Waffe. Okay. Oh, das klingt. Schmieden muss ich auch noch. Oh, ich muss noch so vieles machen. Ich muss noch Fleisch braten. Oh, wir haben nämlich gerade unsere letzte Keule gemampft. Snack. Okay. Schaffen wir Karim. Der hat nämlich ein bisschen mehr Power Was und wird hat dir noch leid tun? Die beste Haltung beim Einkampf. Du hast In einem ihn ganz Kampf. schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Ja, passt schon. Ja, guck mal, da Lass zittert mich er mal durch. ganz. Okay. Da können wir. So, die beiden Klingen mal geschärft. Okay. Karim, ich überlege, ob ich das so lange versuche, bis ich ihn Ich fordere dich heraus. platt kriege. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Ich glaube Tu dir auch. selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Nein. Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Das ist so witzig, was man hier alles machen kann. Aber das wird ihn alles nicht interessieren, außer das hier. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns. Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße. Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Oh Mann, Kiro, geh mal da weg. Jetzt gleich spaßig. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Okay. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Ach, schon sie für sich Erz. Erz. Na, das ist doch besser als gar nichts. Die Waffe gehört jetzt mir. Ne, ist ja auch noch eine bessere Waffe. Und er trinkt sich voll. Okay. Laden wir das nochmal neu. Ich will das jetzt probieren. Es nervt ein bisschen, dass Kilgo da im Weg steht. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Der haut durch meine Nächsten Mal Schläge werde ich einfach dich umbringen. durch. Okay, aber er kriegt gut Damage. Er kriegt gut Damage. Wir versuchen das nochmal ein bisschen. Wenn nicht, dann schaffen wir es halt nicht. Wenn nicht, dann schaffen wir es halt nicht. So.
Schmerzen sind eine Frage des Willens. Bleib locker. Hast gewonnen. Okay, ich glaube, das schaffen wir nicht. Dafür kann ich das Kampfsystem nicht gut genug. Moment, kann ich bei Sketty was lernen? Sketty, hör mal auf, gegen den Tisch zu rennen. Lass Kohanis in Ruhe. Trainierst du auch Kämpfer? Schon. Ja. 20 Lernpunkte kostet das mittlerweile. Ja, da haben wir leider noch nicht genug. Sonst könnte das vielleicht was werden. Okay, versuchen wir das nochmal. So. Okay. Sketty. Sketty, was tust du? Lass die Drogen weg. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Nicht auf Kirgo! Ach, Kirgo! Der Junge muss mal da weggehen. Achso, der kann da gerade nicht trainieren, weil ich ihm seine Waffe weggenommen habe, ne? Das ist alles belastend. Okay, komm her. Da. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Das wird nichts. Okay, wir lassen ihn. Wir lassen ihn. Ich hätte es nochmal probiert, wenn ich das gelernt hätte, aber dafür brauchen wir noch zu viele Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, ob man das später nochmal machen kann. Ich glaube nicht, weil das zur Aufnahmequest gehört. Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Und du hast ihn geschafft. Nicht schlecht für einen Anfänger wie dich. Ich bin beeindruckt. Okay, dann lassen wir Karim sein. Und wir gehen dann mal noch. Einmal hier hoch. Schmieden. Wir machen jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten. So. Achso, wir können hier nicht schmieden, weil du im Weg bist, ne? Ja, das dauert jetzt einen Moment. Wir hatten so viele davon, ne? Ich mach das mal offscreen. Ich mach das mal offscreen. Geht, glaube ich, jetzt. Dann ein bisschen schneller. Da müsst ihr mir dabei nicht zugucken, wie ich 5000 Mal den Ruhstall da in das Feuer halte. Aber Fleischbraten werden wir noch. Das geht schneller. Brauchen wir ja auch. Hatte ich die Kiste hier geplündert? Nein. Okay. Okay, ich muss unbedingt Schlösser knacken lernen. Das hat sich nicht gelohnt für 4 Dietriche. Okay. So. Na komm. Das können wir aber mal eben. Zack. Speedbraten mit dem Helden. Hatten wir davon irgendwas um die 70, ne? Okay. Bisschen. Na, Held, fällt dir der Arm schon ab? Ist ja dann gleich lecker Fleisch. So, dann. Okay, 23 haben wir jetzt noch. Wir haben gebraten. 57. Okay, das reicht erstmal wieder. So. Ich halte mich da lieber raus. Ich glaube, hier verkauft auch keiner Käse. Tür
Tür ist offen von Fisk. Hey du! Du lernst schnell. Hattest du noch irgendwas anderes zu verkaufen? Erstmal an, das wird nicht so heiß gegessen. Okay, erstmal rum. Man muss eben aufpassen. Ich glaube, aber wir hatten nichts. Doch, wir haben noch große Schwerter. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Oh. Ich hatte mal geguckt, ich glaube, es gibt keinen Händler, der Käse verkauft. Da müssen wir noch mal ein bisschen warten. Hatten wir eigentlich das mit Grimm noch mal gemacht? Nachdem ich getötet wurde? Das gucke ich noch mal ganz kurz nach, weil das könnten wir dann auch noch mal machen. Bevor ich das wieder vergesse. Ja, ist gerade so ein bisschen hin und her, sorry. Leck. Grimm. Ich muss mit Diego zu schnacken. Ich bin in der Fackel. Ah ja, okay. Dann machen wir das jetzt hier nochmal. Und wehe, der Gardist knallt uns wieder einfach weg. So. Ja, nur, dass ich mittlerweile was aushalte und ordentlich austeile, mein Freund. Gib mal alles her. So, Fleischschwanzen-Rangu. Auch das meins. Wird dir noch leid tun. Glaube ich nicht. So, Grimm, warte mal. Hi. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Oh, das hatte ich noch nicht gefragt. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Jo, dann. Was? Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann! Ja gut, das hatten wir schon. Frieden. Frieden. Okay, so. Fleisch. So. Dann hauen wir eben noch da die Blutfliegen weg. Na? Auch mittlerweile One-Hit. Au. Ich kann mir auch den Stachel nehmen, dank dem Buch. Dann haben wir noch Scavenger. Und ist auch noch die Erfahrung von. Okay. Schrei doch nicht so. Ohren. Noch ein paar, das sind auch noch was. Ja? Könnten ein paar viel sein. Das sind ein paar viel. Die machen auch Schaden. Okay, knapp. So, nimm Zähne mit. Oder Krallen oder was das sind. Sind das Krallen oder Zähne? Krallen. Okay, dann rein mit dem Fleisch. So. Um.
Okay, jetzt sind wir noch circa 2000, ne? Jo. Aber ich glaube nicht, dass wir das noch zusammenkriegen. Ich möchte ungern jetzt hier in den Wald rein. Wobei, das sind hier nur so ein paar Laufviecher. Echt viel. Müssen da noch irgendwo Schattenläufer rumlaufen? Das ist auch nicht so das, was ich jetzt gerne hier begegnen möchte. Okay. Das waren ein paar Fehler. Oh mein Gott, ich habe hier gespeichert. Ich dachte, ich hätte eben im Wald auch gespeichert. No, Leute. Ja, das wird eine weirde Folge. So. Kommt her. Dann rudern wir nochmal eine Runde. Warum ist das Fleisch jetzt eigentlich da unten? Ja, komm her. Okay. Nee, das sind so viele. Okay, lassen wir das. Dann gehen wir hier wieder weg. Wir haben auch eine Range, die Wölfe. Kriege ich euch da zumindest? Ihr seid nämlich nur so ein paar. Sind halt Two-Hit, aber durch das ganze Rumgejumpe nicht so einfach zu erlegen. Ich glaube, diesen Weg hier, den hier, ich glaube, den bin ich noch nie lang gegangen. Ich weiß gar nicht, wo der rauskommt. Aber da bin ich noch nie lang gegangen. So, können dann die Scavenger vielleicht noch machen? Seid nett zu mir. So weit, so gut. Blutfliegen. Und aber noch Wölfe. Hier ist ein 3. Okay, close. Schnell speichern. Oh Mann, ey. Ja, Leute, das muss auch mal sein. Jetzt so eine Folge lang ein bisschen Viecher kloppen. Oh, ich hätte noch... Da fällt mir gerade ein. Ja, das mache ich beim nächsten Mal. Ich hätte, glaube ich, trotzdem schon sagen, also zum Beispiel Laris fragen können, hey, bin ich bereit zum Anschließen? Er hätte gesagt, yo. Dann hätte ich, glaube ich, schon Erfahrungspunkte gekriegt. Down.
Vielleicht mache ich das auch gleich eben und cutte einfach die Lauffehler. So. Moos? Fliege. Ey! Bleibst du wohl hier? Warum haben wir nicht gewässert? Ich hier gerade alle paar Meter, weil... Ja, genau. Die Chance doch sehr hoch ist, dass ich sterbe. Da oben ist ein Schattenläufer. Dem möchte ich eigentlich nicht begegnen. Moritz? Können wir einmal gucken, wie schnell der uns platt macht. So. Erstmal die hier. F5. Okay. Lass mal schauen. Wir müssen uns eigentlich One-Hit töten. Und genau, wir machen dem nämlich nicht mal Schaden. Die Viecher sind ein bisschen krass. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich cutte hier einmal und renne nochmal einmal zurück zum neuen Lager und gucke, ob ich da ja, noch ein paar Erfahrungspunkte kriege. Und dasselbe mache ich auch nochmal mit dem alten Lager. Speichern. Okay. Dann bis gleich. Ich brauche nur noch einen Gegner. Für ein Level Up. Und das war's. Das heißt, wir probieren dann gleich nochmal Karim. Okay, dann. Aber jetzt. Bis gleich. So. Dann schnacken wir doch mal eine Runde mit Laris. Ich hoffe, das war jetzt so, wie ich mir das dachte. Ich habe Diego die Liste übergeben. Gut. Ich habe bereits Leute auf dem Weg zur alten Mine postiert. In diesem Moment liegen Toros Gardisten schon tot im Wald. Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Geh zu Gorn. Er wird dir etwas geben. Ich kenne Gorn. Er ist kein Mitglied der Bande. Er ist ein Söldner der Magier. Ja, das ist richtig. War er an der Sache beteiligt? Es ist nicht gut für dich, wenn du zu viel weißt. Geh einfach zu ihm und hol dir deinen Anteil ab. Moment, dann speichere ich jetzt mal ganz kurz. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Okay. Das will ich meinen. Nein. Okay, konnten wir nicht machen. Da habe ich mich geirrt. Einmal neu. Ah, mit der Liste, das konnten wir ihm halt sagen. Okay, hat sich doch nochmal gelohnt, hier hinzugehen. 750 Erfahrung, so eine Menge. Gut. Dann schnacken wir jetzt noch mit Gorn. Denn bei dem Konvoi gibt es Lebensmittel. Jo, Gorn. Wie kommt es, dass du dich an einem Überfall der Bande beteiligt hast? 21 Gegenstände erhalten. Wer sagt, dass es so war? Warum hast du sonst so viel von dem Zeug? Denk bloß nicht, dass das alles von einem Fisch zukommt. Du beteiligst dich regelmäßig an den Überfällen? Wenn es so wäre, könnte ich es dir nicht sagen. Lee sieht sowas nämlich gar nicht gerne. Verstehe. Okay, bis danke. Bis später. Jo.
Wir haben jetzt. In der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Das passiert mir nicht nochmal. 5 Stücke Käse. Ich habe mich gerade, als ich die Aufnahme unterbrochen habe, kurz nochmal geguckt, wo ich Käse herkriege. Und man kriegt tatsächlich alles, was man für die Quest braucht, von Gorn. Außer die Weintraubenreben. Die einzige Möglichkeit, die zu bekommen, ist die von Wolf zu kaufen. Das hat mir gemacht. Gut, dann können wir die Quest ja auch noch abschließen. Ja, dann renne ich jetzt mal eben da hoch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da steht er auch schon. Der gute Baloro. Ich habe den ganzen Kram. Ich habe den ganzen Kram dabei. Jetzt machen wir den Deal mit der ultimativen Waffe, ja? Dann zeig doch erstmal her. Hier hast du. Ja, klasse. Hey, ja, klasse. Vergiss es. Was? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat auch nicht besser verdient. Oh. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es nicht mehr lange. Macht aber nichts. Jetzt haben wir Jungs wenigstens genügend Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Wir sehen uns nochmal, ja? Ich dachte tatsächlich, der gibt einem irgendeine Schrottwaffe. War das von irgendjemand anderem? Der gibt einem tatsächlich gar nichts. Okay, ich möchte gerne mal was probieren. Können wir dem dafür nicht einfach aufs Maul geben? Können wir nicht. Okay. Aber der kriegt noch sein Fett weg. Wir werden noch über ihn lachen. Okay, dann war's das mit der Quest. Dann haben wir jetzt hier tatsächlich gleich alles. Dann müssen wir jetzt noch zurück zum Alpenlager. Ich mache wieder einen Cut. Bis gleich. Okay, dann sind wir jetzt auch wieder hier bei der Arena. Dann lernen wir jetzt mal bei Sketty. Trainierst du auch Camp? Einhandstufe 2. Bring mir bei, noch besser mit Einhandwaffen umzugehen. Na gut, die Grundkenntnisse hast du ja schon. Wenn du die Waffe gesenkt hältst, dann kannst du direkt mehr Wucht in deinen ersten Schlag legen. Nutze den Schwung, weißt du noch? Jo. Gut. Der nächste Schritt ist, du musst deinen Körper mehr einsetzen. Wenn du zweimal geschlagen hast, dreh dich um die eigene Achse, damit überraschst du den Gegner und bist in einer optimalen Position. Dann ziehst du deine Klinge noch einmal quer von rechts nach links. Und wieder von vorne. Vergiss nicht, Übung macht den Meister. Also geh jetzt und werde ein wahrer Meister des einhändigen Alles Kampfes. Alles klar. Okay. Zweihand, keine Ahnung, wo wir das lernen können. Ich glaube bei Kord im Neulager zum Beispiel. Okay, ich möchte dann nochmal Karim probieren mit der neuen Haltung. Wir haben jetzt nämlich, glaube ich, die gleiche Haltung wie er. Vielleicht sind wir ja schnell genug. Und es wird... Jetzt, wo Karim, Kirgor nicht mehr im Weg steht. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Okay. Beim nächsten Mal werde ich... Ich hätte die Links-Rechts-Kombo machen sollen. Ich glaube, das hilft auch nicht viel. Na, noch, dann lassen wir das. Willst du mich? Kluges Köpfchen. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Okay, der haut einfach durch unsere Deckung durch. Werde ich dich umbringen. Okay, die Quest ist dann nichts mehr für uns. Das heißt, wir gehen jetzt doch einmal pennen. Hier ist ja auch so ein Free-Bett. Ich weiß gar nicht, ob hier jemand wohnt. Ich habe glaube ich noch nie jemanden schlafen sehen. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge zurück zum Sumpflager gehen mit dem Dude da oben. Und dann können wir uns auch schon anschließen. Also die Umfrage im Community-Tab läuft noch. Das ist jetzt dann die letzte Möglichkeit, nochmal abzustimmen, welches Lager es sein wird. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der morgigen Folge. Bis dahin. Tschüss.